Assassin's Creed Valhalla und Xbox präsentieren. Echoes of Valhalla. Das Leben der Wikinger. Der Podcast. Hört. Hört hin. Habt Acht vor der Stille. Hört ihr das Echo vergangener Schlachten? Ich erzähle euch die Geschichte meiner Vorfahren, der Kinder des hohen Nordens. Vielleicht hörtet ihr schon von uns durch unsere Feinde oder die Schriften der Christen. Nun obliegt es mir, bevor ich gehe, euch die wahre Geschichte zu erzählen. Hier unsere Geschichte. Die der Wikinger. Wikinger waren keine Ethnie. Lucie Malbos, Dozentin an der Universität Poitiers für mittelalterliche Geschichte. Sie kamen nicht alle von einem Ort oder waren ein einzelnes Volk. Wikinger beschreibt vielmehr die Art und Weise der Lebensführung. Nicht wer man ist, sondern was man macht. Im alten Skandinavien bezeichnet Wiking eine Schiffsexpedition mit dem Ziel, sich zu bereichern. Alban Gauthier, Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Caen. Ein Wikinger ist jemand, der an einer Wiking teilnimmt. Einer Seereise mit dem Ziel, reich zu werden. Hier hat alles angefangen. Stellt euch eine sagenhafte Landschaft vor. Schneeweiße Berge, felsige Ufer, grüne Täler, durchzogen von silbrig klaren Bachläufen. Das Land meiner Vorväter. Es gab nicht nur große Krieger und Händler unter ihnen, sondern vor allem Bauern, Fischer, freie Menschen und unermüdliche Arbeiter. Sie züchteten Schweine, Rinder und Hühner. Sie bauten Hafer, Gerste, Erbsen, Rüben und Kohl an. Aber die Erde schenkte ihnen nicht immer eine großzügige Ernte. Sodann träumten die Männer von einem anderen, milderen Ort, einem Land jenseits des Meers. Sieh, nichts wächst mehr. Der kalte und harte Winter hat uns bestraft. Aber wenn die Sonne wieder... Hör zu, mein Sohn. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich bis an mein Lebensende mein Land bestellen. Aber die Götter haben anderes mit uns vor. Ich muss mich Sven anschließen und mich aufmachen zu grüneren Gefilden. Unser Volk wurde schon immer missverstanden, verunglimpft. Barbaren, Plünderer, Seeräuber. Ja, auf dem Schlachtfeld haben meine Vorfahren keine Gnade walten lassen. Rachsüchtig, wenn der Clan in Gefahr war. Und streitsüchtig konnten sie sein. Aber sie liebten nichts mehr als die heimische Gemütlichkeit an der Feuerstelle im Skali, dem großen Zimmer, in dem die Familie zusammensitzt. Wie er dich ansieht, voller Stolz. Eines Tages werde ich voll stolz sein, wenn er ein Krieger ist. Erstmal lernt er laufen, bevor er ein Beil in die Hand bekommt. Leg noch einen Scheit nach, dann wird es wärmer. Wehe, wer ihr widerspricht. Die Männer hatten vielleicht das Sagen in der Schlacht, aber im Heim, da waren wir, die Frauen, die angesehenen Hüterinnen des Hauses. Eine verheiratete Frau verwaltete den Haushalt, während der Mann unterwegs war. Als Symbol für ihre Verantwortung trug sie einen Schlüsselbund am Gürtel. Dennoch war sie dem Mann nicht gleichgestellt. Sie hatte zum Beispiel keine Teilhabe an politischen oder rechtlichen Entscheidungen. Das Handwerk spielte eine große Rolle in unserer Kultur. Wir stellten Glas her, formten und bearbeiteten Holz, Bernstein und Elfenbein. Wir erstellten Schmuck so fein, dass er Frauen eine göttliche Ausstrahlung verlieh. Und natürlich fertigten wir Waffen.
Unsere Schmiede waren Künstler, wahre Lehrlinge von Völund, dem Gott der Schmiede. Schmied! Schmied! Ich bin hier! Komm rein! Ah! Ich hörte deinen Hammer nicht. Ist mein Beil fertig? Ja, gerade eben. Ich habe die ganze Nacht daran gearbeitet. Schau, hier. Bei Thor, welch prächtige Klinge. Und der Schliff. Du hast dich selbst übertroffen, Schmied. Nimm es in die Hand. Wie hält es sich? Perfekt ausbalanciert. Darf ich es an diesem Holzscheit ausprobieren? Selbstverständlich. Wird mir ein guter Helfer sein im Kampf. Der Tag der Schlacht rückt immer näher, sagen sie. Großartig. Ich spalte lieber Köpfe als Holzscheite. Er hatte allen Grund zur Freude, denn der Schmied sollte Recht behalten. Eine große Schlacht stand bevor. Am Vorabend beim Thing, einer Volksversammlung, beschlossen meine Vorväter, sich dem Anführer Ivar Ragnarsson, genannt Ivar der Knochenlose, anzuschließen. Es herrschte Krieg zwischen verfeindeten Königreichen. Alle wollten ihre Herrschaft ausweiten und die Länder im Süden einnehmen. Aber Ivar war der schrecklichste von allen. Er hatte den Ruf, ein Berserker zu sein. Ein furchtloser Krieger von geweihter Stärke wie in den Legenden. Sie sagten, sein Zorn war unbändig und imstande, enormen Schaden anzurichten. Er herrschte bereits über ein gewaltiges Reich, aber wollte seine Macht noch ausweiten. Und war bereit, einen blutigen Preis zu zahlen. Ich, Ivar Ragnarsson, schwöre euch zum Sieg zu führen. Schwört mir eure Treue und folgt mir in den Kampf. Und ihr werdet nicht enttäuscht. Ich führe euch zu Ruhm und Reichtum. Aber hütet euch. Wer mich hintergeht, wird meine Axt zu spüren bekommen. Und Ivar hielt sein Wort. Das Bündnis wurde besiegelt. Ivar Ragnarsson, der Name sagt es bereits, war der Sohn von Ragnar. Ein legendärer Mann, dessen Leben schwer historisch nachzuverfolgen ist. Als Berserker werden Krieger im Trancezustand bezeichnet. Ryan Lavell, Professor für hochmittelalterliche Geschichte an der Universität Winchester. Sie zerschlugen ihr Schild, schäumten vor Wut, rissen sich die Kleider vom Leib und zogen sich Bärenfelle über. Diese Legende ist zum Ende des Wikingerzeitalters entstanden, im späten Mittelalter, als man sich in Island ums Feuer sammelte und Geschichten erzählte. Ein neuer Tag brach an. Im fahlen Sonnenschein versammelten sich die Männer. Der Nebel verschwand langsam. Licht ergoss sich über der weiten, grünen Aue, die noch vom Morgentau getränkt war. Und doch sollte dies schon bald der Schauplatz eines blutigen Treibens werden. Söhne des Nordens, meine Freunde, reckt eure Waffen, lasst die Erde erbeben und erfüllt die Luft mit eurem Wutgebrüll! Wenn wir siegreich sind, werden wir heute Abend fürstlich speisen mit unseren Weibern. Wenn wir fallen, dann werden uns die Walküren unter die goldenen Dächer Valhallas führen. Fürchtet nicht den Tod, auf dass Odin uns den Sieg schenke! Anscheinend hatte Odin Ivars Worte vernommen. Die Walküren hatten die Krieger beflügelt. Und unsere Feinde wussten nicht, wie ihnen geschah. Die Schlacht dauerte bis Mittag. Ja, die Götter schenkten uns den Sieg. Aber er war teuer erkauft. Der Boden war in Blut getränkt und mit Leichen übersät. Ivar, mein Arm! Ich konnte den Feind erschlagen, aber er hat mich mit seiner Lanze erwischt. Ich bin hier, Bruder. Du blutest für unseren Sieg. Zeig mal her. Warum lächelst du? Du erinnerst mich an Tyr, der im Kampf gegen Fenrir seinen Arm verlor. Ich bin stolz, an deiner Seite zu kämpfen. Du glaubst, mein Arm ist verloren? Nein, du wirst wieder gesund und schon bald deine Klinge erneut schwingen und deine Feinde niederstrecken. Das beruhigt mich. Ich hätte gern den Mut Tyrs
und dennoch alle Gliedmaßen beisammen. Immerhin hat es dir nicht deinen Witz genommen. Ruh dich jetzt aus und vergiss nicht, den Gefallenen Ehre zu erweisen. Die Skandinavier bekriegten sich und plünderten ihre Gebiete. François Aimion, Dozent für nordische Geschichte an der Sorbonne. Bevor Norwegen, Schweden und Dänemark entstanden, waren die Gebiete aufgeteilt in Fürstentümer und kleine Königreiche. Sie bekriegten sich untereinander, Bündnisse wurden geschlossen. Es war eine unruhige Zeit. Die Grenzen zwischen Clangebieten waren häufig hohe Berge oder sehr verschneite Gebirge oder tiefe Wälder, so zum Beispiel in Norwegen. Die Verständigung zwischen den Stämmen war nicht einfach. Deswegen war die Gesellschaft im damaligen Skandinavien so zerteilt und heterogen. Zu ihrer Verteidigung hätten meine Vorfahren auch beide Arme geopfert. Aber wieder einmal haben die Götter sie verschont. Leider fielen dennoch einige Kameraden an diesem Tag auf dem Schlachtfeld. Am Abend gedachten wir der Toten. Wir riefen Völver an, unsere Seherin und Prophetin. Nach altem Brauch wurden die Augen und Münder der Gefallenen geschlossen. Wir wuschen ihre Körper, kämmten ihre Haare und schnitten ihre Nägel. Wir legten ihre Waffen zu ihnen, damit sie den langen Weg nach Valhalla würdig beschreiten konnten. Die Völver sprach noch ein paar Worte, bevor unsere Männer im Feuer beigesetzt wurden. Ehre den Unsrigen, die im Kampf fielen, auf dass das Feuer ihre sterbliche Hülle reinige und die Erde ihre Asche aufnehme. Auf dass der Flug des Raben sie in den Palast der Götter begleite. Im Süden Norwegens gibt es heute noch viele riesige Grabhügel, die, wenn sie nicht geplündert wurden, viele Überreste aufweisen. Wie die Pyramiden im alten Ägypten. Diese sterblichen Überreste konnten von einem Adelsmann stammen oder von Sklaven, die nach dem Tod ihres Herrn auch sterben mussten. Oder von Leuten, die später dort beigesetzt wurden. Alle Bewohner des Dorfes versammelten sich, um den Göttern Tribut zu zollen, durch Opfergaben und andere Geschenke. Die jungen Frauen versammelten sich um die Völver. Sie sangen geweihte Gesänge, um in die Zukunft zu sehen und die Nornen zu beschwören, die unser Geschick bestimmen. Wir folgten damals uralten Lehren unserer religiösen Tradition. Dir, Odin, König der Götter, opfern wir dieses Pferd. Dir, Tyr, Gott des Krieges, opfern wir diese Bullen. Ihr Fleisch als Dank für unseren Sieg. Ihr Blut als Beweis unserer Ehrfurcht. Die Völva war eine Art Seherin, eine Hexe, eigentlich eine Randerscheinung der skandinavischen Völker. In Krisenzeiten sollte sie durch ihre Dienste den Willen der Götter offenbaren. Sie war gefürchtet. Selbst Odin rief eine Völva, um sein Schicksal zu erfahren. Nach den Feierlichkeiten gab es ein großes Festmahl. Wir feierten unseren Sieg. Tische waren gedeckt mit allerlei Köstlichkeiten. Der Wein floss in Strömen. Die Männer schlemmten vorm Feuer. Es war Vollmond. Tausende Sterne funkelten am Firmament, als würden die Lichter Valhallas auf uns niederscheinen. Als würden die Gefallenen mit uns feiern. Ein Anführer muss seinen Reichtum, seine Macht und Größe sichtbar und offensiv zur Schau stellen. Eine der besten Möglichkeiten, um das zu tun? Ein großes Festmahl ausrichten. Und sie liebten das Spielen. Thierry Noël, Berater und Entwickler bei Ubisoft. Unter anderem das berüchtigte Wortgefecht, auch Fighting genannt, ein sehr beliebtes Spiel. Mitten im Trubel gebot Ivar Schweigen. Er hatte große Neuigkeiten. Hört her! Dieser Sieg ist ein Zeichen, dass Odin auf unserer Seite ist! Aber das ist nur der Anfang. Freunde, seid ihr bereit, unseren Kampf weiterzuführen? Seid ihr bereit, mir über die Meere zu folgen?
Ich verspreche euch, ich führe euch an und unser Feuer wird herabregnen auf alles, was sich uns entgegenstellt! Hört, hört! Die Jubelschreie schallten bis tief in die Nacht hinein. Die Männer waren voller Tatendrang, voller Vorfreude auf das bevorstehende Abenteuer. Sollten sie siegreich sein, erwarteten sie Reichtum, Glück, Ehrentitel und Ruhm. Sollten sie auf dem Schlachtfeld fallen, öffneten sich ihnen groß und strahlend die Tore Walhallas.